Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Staatssekretär Otto, vielen Dank, dass Sie sich Gedanken machen über die Rednerinnenliste der SPD. Ich kann Ihnen nur versichern, wir haben diesen Kreativpakt über 1,5 Jahre im Team erarbeitet, mit Kollegen aus der Fraktion noch von außen, und wir haben auch im Team festgelegt, wer heute redet. Und wir haben das solidarisch getan. Und ich sage Ihnen auch, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir in einer Kernzeitdebatte über diesen Kreativpakt und unsere Vorschläge reden. Und wir haben uns gefreut, dass unser Fraktionsvorsitzender spricht zu dem Thema. Und da will ich schon fragen, warum darf eigentlich der Kulturstaatsminister nicht reden? Da frage ich, wo ist eigentlich der zuständige Wirtschaftsminister? Und ich frage, wo ist eigentlich die zuständige Justizministerin, wenn es um das Urheberrecht geht? Warum sind diese Menschen nicht hier und ergreifen das Wort, wenn wir über die Kreativwirtschaft diskutieren? Es ist schon angesprochen worden, wie hoch die Bedeutung der Kreativwirtschaft ist. 130 Milliarden Euro Jahresumsatz, das ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Aber ich sage Ihnen auch, die Kreativwirtschaft ist Impulsgeber für gesellschaftliche Erneuerung. Sie ist Zukunftslabor und Avantgarde auch für andere wirtschaftliche Bereiche. Die SPD hat kreative, kulturschaffende Wirtschaft und Politik über 1,5 Jahre an einen Tisch gebracht. Wir haben diskutiert über Veränderungen in der Wirtschafts- und Kulturförderung. Wir haben über die Herausforderungen des Sozialstaates geredet. Wir haben über einen veränderten Arbeitsmarkt, über eine neue Bildungspolitik und überhaupt über Rahmenbedingungen geredet, wie wir die Kreativ- und Kulturwirtschaft stärken können in diesem Land. Wir sind uns einig, es geht um mehr Arbeitsplätze, es geht um wirtschaftliches Wachstum. Ich sage Ihnen aber auch, es geht um einen gesellschaftlichen Mehrwert, den wir erreichen in unserer Gesellschaft, wenn es Menschen gibt, die sich kreativ einbringen und engagieren. Und alles das bringen wir heute als Vorschlag in den Deutschen Bundestag ein. Und ich will mich an dieser Stelle noch mal bei allen bedanken, die in den letzten 1,5 Jahren mitdiskutiert haben und an diesem Antrag mitgewirkt haben. Ich sage Ihnen, Herr Wanderwitz, Sie haben gerade nach unseren Vorschlägen gefragt. Frau Wörl hat vorhin uns aufgefordert, uns einzubringen. Wir machen gerade Ihren Job. Wir bringen hier die Vorschläge ein. Diese Regierung, diese schwarz-gelbe Regierung, hat den Gestaltungsanspruch in der Kultur- und Kreativwirtschaft längst aufgegeben. Sie rennen rum und verteilen Geld, aber wenn es darum geht, neue Ideen für die Kulturwirtschaft auf den Weg zu bringen, dann ducken Sie sich weg. Der Antrag, den Sie eingebracht haben, der ist ideenlos, der ist kraftlos. Sie sind ausgebrannt. Sie sind diejenigen, die Vorschläge machen müssten. Wir haben das getan. Wir übernehmen Ihren Job. Wir haben im Kreativpakt Brücken gebaut. Wir haben die unterschiedlichen Bereiche zusammengebracht und wir haben versucht, gemeinsam zu diskutieren. Es gibt Unterschiede, es gibt unterschiedliche Blickwinkel, aber das Prägende war die Gemeinsamkeit, mit der wir unsere Ideen auf den Weg gebracht haben. Und ich will das mal beim Beispiel Urheberrecht, weil es ja angesprochen wurde, auch auf den Punkt bringen. Wir sehen in der schwarz-gelben Regierung, wie sich Herr Neumann und Frau Leuthäuser-Schnarrenberger seit Jahren lähmen. Ob das um die Frage Abmahnung geht, ob das um Warnhinweise, um all diese Dinge geht, nichts passiert im Urheberrecht. An vielen Stellen bin ich froh darüber, dass es nicht passiert. Aber ich sage Ihnen, diese schwarz-gelbe Regierung lässt beim Urheberrecht die Züge aufeinander zufahren. Es gibt eine junge Generation, die digital aufwächst, die häufig nicht weiß, wie man sich im Netz richtig verhält und was da eigentlich Urheberrechtsverletzungen sind und was nicht. Und es gibt eine Reihe von Kreativen, die uns immer wieder ermahnen, dass endlich etwas passiert. Und Sie stehen als Regierung mit offenem Mund vor diesen Herausforderungen. Sie ducken sich weg und anstatt, dass Sie politisch aktiv werden, überlassen Sie die Lösung beim Urheberrecht Anwälten, Gerichten. Sie nehmen Ihren politischen Gestaltungsanspruch nicht wahr. Und das ist fatal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Vorschläge zum Urheberrecht auf den Tisch gelegt. Sie können das in dem Antrag sehen. Da geht es um das Urhebervertragsrecht, da geht es um neue Geschäftsmodelle, es geht um die Frage Zweitverwertungsrecht und es geht auch um die Frage, wie wir illegale Plattformen bekämpfen können, dabei allerdings nicht auf billige Symbolpolitik setzen. Wir reden über die Offenheit des Netzes. Wir sind uns einig, dort, wo man Zugang zum Netz hat, wo es Teilhabe gibt, da wird Kreativität auch gefördert. Deswegen wollen wir beispielsweise den Universaldienst, wir wollen die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität und wir wollen auch, dass öffentliche WLAN-Netze gefördert werden. 16 Bundesländer haben das im Bundesrat gemeinsam auf den Weg gebracht. 16 Bundesländer haben das getan. Bis heute hat die Regierung dazu nichts auf den Weg gebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss und will Ihnen sagen, es sind viele gute Ideen eingebracht worden. Diese Regierung ist ja bekannt für politische Urheberrechtsverletzungen, die es an vielen Stellen gegeben hat. Sie können unsere Vorschläge gerne an vielen Stellen übernehmen, aber es muss endlich was passieren in diesem Land, wenn es um neue Ideen für die Kreativwirtschaft geht. Also schauen Sie sich unseren Antrag an und ich hoffe, dass Sie dann zur Vernunft kommen. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Rainer Deutschmann.